Guten Abend. Guten Abend. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, was ist wichtig für unsere Zukunft? Wir müssen gute Ideen haben. Aber wo genau sind eigentlich die Ideen, bevor man sie hat? Wo genau steckte der Dübel, bevor Arthur Fischer den erfunden hat, 1958? Und wie genau hingen bis dahin eigentlich die Schränke an der Wand? Der Dübel, genial. Und je besser eine Idee ist, umso eher haben wir ja das Gefühl, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das Rad, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Selbst drauf kommen, vielleicht probieren wir das mal aus. Haben Sie alle doch mal bitte eine gute Idee, und zwar jetzt. Ja, so funktioniert das nicht, weil das Erste, was wir brauchen für eine gute Idee, ist ein gutes Problem. Zum Beispiel, der Hängeschrank hängt nicht. Ich muss mich jedes Mal bücken, um an meinen Kaffeefilter zu kommen. Und die Filtertüte wurde ja schon 1912 erfunden von Melitta Benz. Und das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen. Von 1912 bis 1958 konnten Menschen nicht einfach ihre Filtertüte aus dem Hängeschrank holen. Heute laufen Innovationszyklen ein bisschen schneller. Es gibt sogar Produkte, die werden schon zurückgerufen, bevor sie fertig erfunden sind. Und wenn wir schon über Autos reden, wissen Sie, auf welche Erfindung ich wirklich noch warte? Auf den Leihwagen mit Tankklappen an beiden Seiten. Ja, danke. Und bevor so eine Idee geboren wird, gehen Sie ja mit der Idee schwanger. Und bevor Sie mit einer Idee schwanger gehen, weil das passiert auch nicht von allein, müssen sich zwei Gedanken ganz, ganz lieb gehabt haben. Wissen Sie, was da passiert? Zwei Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf. Zunächst auf getrennten Wegen, aber der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Und dann auf einmal begegnen sie sich und befruchten sich gegenseitig. Sie können gute Ideen auch verhüten. Mit der Spirale der Gewohnheit. Wir wollen das Neue, aber gucken der Alte. So wird das nichts. Aber nehmen wir mal an, Ihre Idee kommt auf die Welt. Dann kommen auch gleich die Kollegen und geben Ihren Senf dazu. Was ist denn das für eine Idee? Die ist doch nicht von dir. Viel zu teuer. Aber Sie glauben an Ihre Idee, ziehen sie groß und machen aus ihr eine echte Innovation, ein Stück Zukunft. Und die Zukunft lässt sich immer noch am besten vorhersagen, indem man sie selbst erfindet. Und dabei wünsche ich uns allen auch in Zukunft viele gute Ideen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.